Boah, krass. Wir haben den Weltraumlift gebaut. Guckt ihn euch an, da ist er. Alter, der sieht richtig krass aus. Das ist eine kleine Stadt hier. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Bea Aspera, dem Mars-Kolonisierungsspiel. Meine lieben Freunde, wir haben diese geheime Einrichtung hier jetzt untersucht, diese verlassene alte Einrichtung, und es hat sich bewahrheitet. Die Institution, die uns hier hochgeschickt hat, um diese Kolonien zu errichten, die neuen, die hat schon vorher hier Missionen gestartet und hat fleischfressende Viren auf die Kolonisten losgelassen, die hier selber entwickelt haben, um hier den Mars zu terraformen. Und das ist schiefgegangen. Und das Schlimme ist, die haben jetzt nicht nur gefunden, diese Viren und die Opfer davon, sondern die haben jetzt auch noch meine eigene Crew infiziert. Jetzt wird's spannend, denn das bedeutet jetzt wahrscheinlich, wir werden alle sterben. Also, brace yourself, winter is coming, kann ich da noch sagen. Ich nehme mal den Anruf entgegen. Amy, how have you been? I haven't been able to sleep this entire week. I can't stop thinking about our research team. I sent them to Asterion. Mom entrusted the safety of the colonists to me. I should have pulled them out after their first report. Then they'd still be here. It is not your fault, Sana. I led them to their death. Sie trösten ihr Opfer ehren. Their sacrifice was not in vain. In risking their lives, they revealed the truth of what happened to Asterion. Oh ja. Yeah. And they sealed themselves off to prevent bringing the virus back to the colonies. They made the impossible choice. Die haben die Wahrheit sowas von ans Licht gebracht. Of course. You're right. I just wish I could have done something more. I need to finish what they started. The virus can't spread to the colonies. Isolate the building and alert mission control about... Actually, wait. Was? What does ISA's record say about Asterion's crew's fate? Officially, there was equipment failure in the air vents. Ich soll das isolieren? Causing the mission's cancellation. The crew supposedly returned to Earth. But all further information about the crew members is classified. But why? Knowing what happened here would have saved lives. We wouldn't have gone in if we knew a virus wiped out the previous crew. I do not have an answer for that, Sana. Okay, okay, of course. Sorry, I keep going in circles. Let me go over what I know. Asterion was one of ISA's first missions. A group of brilliant geneticists were attempting to decode a genome capable of surviving the Martian atmosphere. Supposedly, the crew returned to Earth after a 430-day mission. But seeing how ISA never spoke of the mission, and none of the known crew were ever seen in public again, what else is ISA hiding from us? How can we trust anything they say now? Perhaps. But that is not the only possible conclusion. ISA was aware of this, Amy. The whole thing was carefully orchestrated. They're relying on us to colonize Mars, and somehow they still don't trust us? Wie wir die verseuchte Kolonie immer noch versorgen mit Rohstoffen. I do not advise making conclusions about ISA's intentions without more analysis. I get it. But my crew died on my watch. I will get to the bottom of this. One way or another. Or my mom would never forgive me. Ah ja, wie wir diese verseuchte, fleischfressende Virenkolonie immer noch versorgen mit Rohstoffen und Essen. Ist da überhaupt noch einer am Leben? Abwanderung, ja genau. Hey, die haben, es ist Lockdown. Die haben Reiseverbot hier, die dürfen nicht reisen. Katastrophe, Amy. Oh Gott. When I was a child, my entire neighborhood succumbed to the famine. Death never gets easier to bear. It wasn't my intention to lead your people to their death. Was? Ach so. Ich wollte deine Leute nicht in den Tod schicken. Mr. Zen die Schuld geben, der Isa die Schuld geben. Genau, die hätte mich ja warnen können. I do not understand why ISA failed to warn us about it. The facility should have been sealed off. Any other mission could have stumbled into it. If I had known, I could have followed the emergency biohazard procedure and quarantined the area.
The deaths of the colonists could have been prevented. A few years ago, we gained access to ISA's database. That's how we found out about you, as well as ISA's other plans. We also found that Colony Asterion mission records were intentionally erased. An entire Mars mission with crew pulled from each state member of the OXY-UN. And no records anywhere of the crew after they returned home. Something had gone very, very wrong. But we didn't know what it could have been. We only knew that it was something important for future missions to know about. There was something more. The research team did not find any bodies in the facility. We might have a theory for what happened in Colony Asterion. You will trust us then. But we need to cross-check what we have pulled from government records. I'll get back to you as soon as we connect the dots. Stay safe, Amy. Wie ich schon wieder nicht zu Wort komme. Ah, ich habe mich schon gewundert, wo ist denn mein Landeplatz hin? Wenn die mit mir hier kommunizieren, dann kann ich den Landeplatz nicht aufrufen. Ich habe gedacht, ich kann den vielleicht hier aus dem Orbit irgendwie abfragen, aber nee, das geht nicht. Übrigens, unser Weltraumlift hat schon Stufe 10 von 12 geschafft. Das heißt, das Projekt ist bald abgeschlossen tatsächlich. Nee, ich wollte jetzt mal den Landeplatz tatsächlich mal hier hinsetzen, weil das ist nämlich genau zwischen den beiden Punkten, die wir verbinden müssen, und dann kriegen wir die Verbindung nämlich ganz schnell hin, dass wir da auch die Materialien dann austauschen können. Das machen wir jetzt da mal. Oh, haben wir da überhaupt die Ressourcen, die wir da brauchen? Ich glaube, ey, ohne Witz, ne? Der generiert, glaube ich, immer, wenn du einen Landeplatz setzt, generiert der Safe immer die Grundversorgungsstoffe, die du immer dringend brauchst am Anfang. Das waren Böller draußen. Der generiert Kohlenstoff, Silizium, Aluminium und eine Eisenquelle, damit du halt da auch weiterkommst. Weil wenn du da irgendwo landest, wo du nicht weiterkommst, weil du die Ressourcen nicht hast, ist natürlich blöd, ne? Geil. Okay, warte, dann ich pausiere mal gerade ganz kurz, weil ich muss jetzt nämlich wieder schauen oder zusehen, dass wir jetzt hier erstmal die notwendigen Dinge bauen, die wichtig sind. Zum Beispiel die Alumine, die Siliziumine. Und am besten da dazwischen, ja, da müssen wir jetzt mal gucken, was macht man da dazwischen? Eigentlich ja eine Relaisstation müssen wir da dazwischen bauen irgendwie. Damit wir hier, weil die sind schon ziemlich weit weg, die Sachen voneinander irgendwie, würde ich sagen. Dass wir das so ein bisschen auch untereinander verbunden kriegen. Mach mal wieder Play, genau so. Und dann machen wir da noch eine Kohlenstoffmine. Genau, und dann am besten noch die Eisenmine versuchen noch anzuschließen. Eisenmine. Und dann die Stahlfabrik. Erstmal die Glasfabrik. Glasfabrik, Glasfabrik, Glasfabrik. Machen wir mal so da dazwischen. Und dann können wir gleich erstmal noch eine Solarfarm bauen, würde ich sagen. Die bauen wir mal dahin. Genau, das müsste passen. Und hier kommen wir jetzt sehr schnell rüber. Wenn wir jetzt von hier schön die Produktion der Relaisstationen voranbringen, dann kommen wir hier relativ schnell rein und dann müssen wir hier nicht unbedingt alles ausbauen. Ist doch gar nicht so schlecht, die Idee eigentlich. Dann kriegen wir das recht fix hin, würde ich sagen. Würde ich jetzt mal behaupten. Bin jetzt mal gespannt, ob wir das hier verbunden kriegen. Wir müssen, wie gesagt, ganz dringend uns hier zu den Wasserressourcen vorarbeiten. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt kann ich hier ja auch wieder die Anlage aktivieren. Dann kriegen wir wieder Polymere. Genau. Und hier können wir dann die Siliziummine mit an den Start bringen. Die Arbeiterfabrik wird jetzt dann hoffentlich auch gebaut. Die Teilefabrik ist jetzt schon fertig, oder? Ja, die Teilefabrik ist schon fertig. Ah. Was sind Menschen willing to do to achieve their goal? Whatever it takes. Whatever it takes, genau. Was? Vielleicht, sicher nicht, offensichtlich ja. Vielleicht. Maybe. But the truth may also be in the eye of the beholder. Hm. Die Wahrheit liegt immer im Auge des Betrachters. Guck mal, jetzt haben wir hier aber noch eine verlassene Unterkunft. Das wäre auch mal ganz interessant, die vielleicht noch zu erkunden irgendwie. Die ist ja auch in Reichweite. Ich baue da jetzt noch eine Forschungskolonie, einen Forschungsaußenposten. Hier sind ja die fleischfressenden Viren ausgebrochen. Da müssen wir hier jetzt mal ein bisschen vordringen noch.
So, bevor die auch überflutet wird. Halte ich ganz für ganz schlau, weil hier wird ja wieder Flutbereich sein wahrscheinlich. Wenn wir mehr Wasser auf dem Mars kriegen, können wir ja da sonst gar nichts mehr machen. Wir haben ja noch diesen alten Landeplatz, der auch noch erforscht werden muss. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo der ist. Der müsste ja eigentlich als grünes Ding auch markiert sein eigentlich. Da! Das ist der, da müssen wir auch mal hin. Aber der ist sehr weit weg von unseren bisherigen Landepunkten. Dann werfe ich am besten jetzt gleich noch einen Landeplatz an hier. Warte. Wir können ja noch welche in Auftrag geben. Wo war denn das jetzt? Der Pinüpel hier. Add, genau. Machen wir noch einen Landeplatz. Wow, guck mal. Groundbreaking requires taking risks. And that means you may fail sometimes. Though there's something I don't get. If Colony Asterion's crew died from the virus, shouldn't the research team have mentioned the bodies? Hm. Given the place was perfectly sealed and Mars's temperatures were low, they should have found something. There may be more than one secret regarding this mission. Unser Weltraumlift ist gleich fertig. Dauert nicht mehr lange. Guckt mal. 11 von 12 Starts schon. Geil. Jetzt habe ich nochmal einen Landeplatz angeworfen. Genau, wir müssen dann mal hier landen. Und den Sektor müssen wir auch noch freischalten. Warte mal. Ah, können wir jetzt nicht. All Spaceports occupied. Wir könnten nochmal einen Raumhafen bauen eigentlich. Da können wir eine Mission mehr machen noch. Was denn hier? Oh. Hier sind wir irgendwie nicht im Wartungsbereich. Ja, hier müssen wir noch eine Wartungsanlage mal dazwischen stellen. Warte. Das mal dahin. Nicht, dass uns hier die Stromversorgung abreißt. Und dann baue ich da einfach jetzt nochmal einen Raumhafen hin. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wo waren der nochmal drinne? Hier. Wir bauen noch einen Raumhafen. Schön hier, genau. Hier in die Nähe vom Hyperloop bauen wir den jetzt. Jetzt habe ich da zwar die Straße kaputt gemacht, aber egal, die können wir ja neu bauen. Ich will noch einen Raumhafen haben. Dann können wir noch eine Mission machen. Weil es werden jetzt irgendwie immer mehr Orbitalmissionen, die wir gleichzeitig machen müssen. Das ist schon ganz schön heftig gerade. Und genau, hier müssen wir auch weiter vordringen jetzt. This is a big project, but worthwhile to work on. Nitrogen-rich asteroids are harder to come by, but just one would speed up our mission. Ja, ja, genau. Das ist nämlich die Forschung, die wir jetzt gerade machen mit der Atmosphärenbremsung der N2-Asteroiden. Ganz wichtig auch. Da müssen wir auch vorankommen. So, das ist natürlich wieder nicht im Wartungsbereich. Wer hätte auch was anderes erwartet. Egal, warte, mach da mal... Nein, kein Kernkraftwerk. Mach da mal eine Solarform. Warte, ja, dahin, genau. Und dann mach dahinter eine Wartungsanlage. Genau, da eine Wartungsanlage. Dann haben wir hier immerhin schon mal eine kleine Wasserquelle. Und hier ist die Uranquelle. Es fehlen nicht mehr viele Relaisstationen und dann haben wir es. Mit dem Uran. Dann läuft das. Dann kann ich endlich mal ein Kernkraftwerk bauen. Das erste Mal. Komm, gleich mal ein Relais noch da hinten hinsetzen. Kriegen wir das hin, dass das... Ja. Sehr nice. Und der Wartungsradius? Ja, das sehen wir ja gleich. Ich will das jetzt endlich mal schaffen. If the techies can change things in my configuration, then can they also terminate me? If I were erased, what would happen to my mind? It would... Was? Moment. Wat? Er wird irgendwo gespeichert. Er lebt ewig. Er wird immer gebraucht. Er überlebt. Er wird irgendwo gespeichert. I am sure ISA has a backup of my system. I would be fine. Hoffnung ist eigentlich normalerweise nicht so etwas, worauf man setzen sollte. Es ist so mehr das Prinzip Hoffnung gerade. Aber es ist auch eine menschliche Eigenschaft eigentlich. Nicht schlecht. So, wie sieht's hier aus jetzt? Haben die jetzt hier endlich mal die Arbeiterfabrik gebaut? Nee, immer noch nicht. Mann. Was dauert denn hier so lange? Hier, ich mach mal jetzt die Prio hiervon hoch. Entschuldigung. Frosch im Hals, der keine Miete zahlt. Wir brauchen hier die Arbeiterfabrik. Und als nächstes brauchen wir dann hier Relaisstationen, damit wir die Stoffe hier mehr verteilen. Die Sachen. Damit hier mehr gearbeitet wird. Genau. Mehr Relais.
Schön hier drumrum verteilen, genau. Die sollen das jetzt hier mal bauen. Jawohl. Dann geht das endlich mal weiter hier. Sehr nice. Und am besten gleich das bauen noch. Sana was deeply affected by Elia's death. Humans do not cope with their mortality. Imagine how much they could achieve if they did not have to worry about their short lifespans. Thousands of drones have reached the end of their lifespans during this mission. None of them had any fear of termination. Gesperrter Sektor. Wir müssen mal hier den Sektor erkunden. Warte mal, ist jetzt hier der Raumhafen schon fertig, den ich jetzt gesetzt habe? Ja, der ist fertig. Okay, jetzt können wir doch hier den Sektor bestimmt freischalten. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Welcher Sektor war das jetzt hier? Das war schon der Sektor hier unten, oder? Warte. Schalte Sektor 11 frei. Machen wir mal. Dann können wir da nämlich weiterbauen auch. Genau, aber ich mache jetzt mal da noch ein Relais. Hups, automatischer Speicherpunkt. Warte, mach das mal so. Ist es noch im Reparaturreichweite? Ja, 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 das passt noch. Wie viel gescannt haben wir denn da schon? Ja, so langsam kommen sie in den Bereich hier rein, die Scanner. Aber dauert noch ein bisschen. Am besten wir bauen da noch einen Scanner, würde ich sagen. Das wäre vielleicht ganz schlau. Einen zweiten. Ein Arsche optischer Scanner hier. Hier können wir ja hier hinbauen. In a sense, are these drones dying? Was? Welche Drohnen sterben? Könnte man sagen, dass diese Drohnen sterben? In gewisser Weise. In a way, they do. Fortunately, they are not conscious of their fate. Tö. Na, ob das jetzt so gut ist, dass die das nicht wissen, was ihnen blüht, das sei mal dahingestellt. So, jetzt brauchen wir hier eine Stahlfabrik wieder. Ja, machen wir die mal dahin. Genau, dann kriegen wir hier schon mal die beiden Grundbaustoffe, Glas, Aluminium und Stahl. Die drei Grundbaustoffe, Verzeihung. Und genau, dann fehlt da dann wieder Polymere und so. Dann brauchen wir da wieder eine Wartungsanlage. Ah, Polymerfabrik fehlt noch, genau. Da braucht man dann... Warte. Polymerfabrik. Da braucht man dann noch die Chemiefabrik. Oh, Himmelfahrt. Ich habe mein Achievement gekriegt. Ich habe den Weltraumlift. Ein neuer Weltraumlift ist... Oh, jetzt kann ich den setzen. Ich kann den Weltraumlift setzen, um Gottes Willen. Aber wo machen wir den jetzt hin? Warte mal, warte mal, warte mal. Dahin, wo wir eine Hyperloop-Connection haben, auf jeden Fall. Vielleicht mal hier, hier haben wir noch Platz. Ich weiß halt nicht, worauf ich da drauf achten muss. Ich baue den jetzt hier hin. Ich habe keine Ahnung. Ich baue den jetzt hier hin. Boah, krass. Wir haben den Weltraumlift gebaut. Guckt ihn euch an, da ist er. Alter, der sieht richtig krass aus. Das ist eine kleine Stadt hier. Epic. Wir haben einen Weltraumlift. Nice. Und er hat sogar... eine Connection zum Wetter. Jetzt muss ich mal rauszoomen. Warte mal. Sieht man die... den Punkt? Ah, guck mal. Da ist jetzt ein Penübel, den man sehen kann. Aber was macht der jetzt? Was ist das jetzt? Was bedeutet das jetzt? Was kann ich damit jetzt machen? Weltraumlift. Verankere eine Kohlenstoff-Nanoröhre. Ah. Verankere eine Kohlenstoff-Nanoröhre am Äquator des Planeten. Ermöglicht den Transport von Personen und Objekten von und zu einer aerostationären Umlaufbahn. Das müssen wir jetzt noch durchführen hier, das Projekt. Kann das sein? Genau, das müssen wir jetzt noch connecten. Jetzt haben wir, genau, jetzt haben wir die Bodenstation scheinbar gebaut. Und jetzt müssen wir noch die Station im Orbit dann verbinden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Genau. Crank. Der Wahnsinn. Wir haben einen Weltraumlift. Also fast. Geil. Und einen Landeplatz haben wir auch. Hä? Hatte ich noch einen angeworfen? Hatte ich hier nicht gerade schon einen gelandet? Merkwürdig. Oder habe ich den jetzt bekommen, weil ich den Weltraumlift bekommen habe? Bin jetzt nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber gut, ich meine, ist ja egal. Dann machen wir hier noch einen dazwischen. Das war ja eh der Plan ursprünglich. Na, warte mal, wie machen wir das? Machen wir mal deinen. Ja, so.
Genau, dann können wir uns von da nach da hangeln und von da nach da und dann von da nach da und da nach da oder von da nach da und da nach da. Je nachdem. So, da fehlt schon wieder Strom. Warte. Solarfarm gleich mal bauen hier. Am besten noch eine. Und dann eine Wartungsanlage. Hatten wir jetzt die Polymerfabrik schon? Ne, hatten wir noch nicht, ne? Polymerfabrik. Oder war das hier die... Ah ne, das war die Polymerfabrik, genau. Ne, warte mal, hier müssen wir wieder was stilllegen erstmal. Nein, da brennt's ja, oh Gott. Warte mal, auf was können wir jetzt am ehesten verzichten? Mach mal Glas aus erstmal. Mach mal Glas aus und mach mal... Mach mal Eisen auch aus erstmal. Warum geht... Achso, nee, stimmt. Das ist ja nicht wegen Strommangel. Das ist ja wegen, keine Verbindung. Warte, dann mach mal hier die Prio hoch. Stimmt, stimmt, stimmt. Wir müssen nämlich die Chemikalien hier hinschaffen zur Polymerfabrik. Oh, shit. Was machen wir denn da jetzt? Da brennt's jetzt bei der René-Station. Die ist gleich völlig kaputt. Na, hoffentlich, unterbricht das nicht irgendwie das Netzwerk jetzt. Da brennt's auch. Aber da machen die Drohnen Löschaktionen. Ja, das mit den Feuern ist jetzt natürlich krass. Oh, wir haben schon 46% Sauerstoff in der Atmosphäre. Die Brände werden jetzt halt auch immer mehr, ne? Weil wir jetzt natürlich sehr viel Sauerstoff, sehr sauerstoffreiche Atmosphäre haben, aber keine anderen Gase, die den Sauerstoff ein bisschen zurückhalten können, so ein bisschen. Das ist natürlich jetzt heftig. Müssen wir mal schauen, wie wir da jetzt das hinkriegen. Warum kann ich hier nicht bauen? Was soll das? Hier kann ich bauen, oder? Da, da, da. Ja, da, da, da. Da, 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 da. Nein? Müsst du das wohl machen? Yes! Jetzt. Nice. Ich versuche mich mal da so jetzt schon nach unten durchzubauen. Guck mal, wenn wir hier eine Wartungsanlage jetzt noch hinstellen gleich. Bisschen mit einem Abstand. Und dann da dahinter noch ein Relais. Sind wir doch fast da eigentlich. Noch ein bisschen Strom. Ja, warte. Ja, ja. So, genau. Noch mehr Solar. So, so, lala. Und dann sind wir fast dran. Dann brauchen wir das gar nicht mehr irgendwie jetzt da krass ausbauen eigentlich. Hier hinten brauchen wir auch noch Strom. Ja, mach ruhig einen Windpark mal zur Abwechslung. Kann man mal machen. Ah, das mit diesen... Mit dieser Platzierung. Und hier können wir mal noch einen Wasserextraktor Stufe 1 draufsetzen eigentlich. Bei der kleinen Wasserquelle. Genau. Und dann mal noch einen Hyperloop. Hier hinten einen Hyperloop bauen. Finde ich, ist eine gute Idee. Wie weit können wir den rausziehen noch? Ja, genau. So richtig schön in die Nähe von der Uranquelle. Ich will den da hinten hin. Ja, 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 da. Warte. Da, da, da. Genau. Dann können wir die beiden miteinander verbinden. Dann sind wir direkt an der Uranquelle und dann können wir endlich mal eine Uranmine platzieren. Ich werde ja wahnsinnig. Was wir hier für Milestones jetzt haben in der Folge, ey, das gibt's ja gar nicht. Jetzt machen wir hier richtig Action. Wie das hier aussieht, wie so ein Arm, der sich da so ausbreitet und dann so hingreifen will. So. Wir greifen förmlich nach den Ressourcen. Nicht schlecht. Sauber, sauber. Ja toll, hier haben wir jetzt ein kaputtes Gebäude. Ist natürlich nicht so geil. Oh nein, die Eisenmine brennt auch. Oh nein, oh nein. Das ist ja nicht gut. Das ist ja überhaupt nicht gut. Gebäudelimit, Achtung. 638, was? Ich habe ein Gebäudelimit? Forschungsaußenposten Antares Wohnquartiere, Bericht. Das ganze Team findet diesen Ort faszinierend. Wir nutzen Ornt-Einheiten, um unsere künstlich befruchteten Eizellen auszutragen. Okay, too much information. Zwillinge sind in den Kolonien genauso sehr selten, es sei denn, sie kommen von der Erde. Und das ist nicht oft der Fall. Ich habe ein paar Berichte des Gemini-Projekts gelesen. Manche der Zwillinge, die auf der Erde zurückgeblieben sind, berichteten davon, dass sie auf einmal keine Luft mehr bekamen und Schlafstörungen hatten. Als wären sie von dem betroffen, was ihr Zwillingsbruder oder ihre Zwillingsschwester hier auf dem Mars erlebt. Es ist, als hätten sie trotz ihrer Distanz eine spezielle Verbindung. Ah ja. Immer diese Zurückgebliebenen. Das ist interessant.
Was? Ich habe ein Gebäudelimit. Stimmt tatsächlich. Ich kann nur noch 8 Gebäude setzen. Das ist ja kacke. Wieso? Was definiert denn mein Gebäudelimit? Relaisstationen, Minen, Kolonien, Terraforming. Wie kann ich denn das Gebäudelimit erhöhen? Mal so blöd gefragt. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Muss ich da hier... Warte mal. Ist das zufällig Ingenieursforschung? Gebäudelimit plus 400. Das müssen wir unbedingt machen als nächstes. Sonst ist hier Ende mit Expansion. Gebäudelimit ist scheiße, ja. Aber das ist, glaube ich, bewusst so gemacht, damit du dir halt ein bisschen überlegst, wie du deine Gebäude einsetzt. Das hat, glaube ich, schon durchaus einen Sinn. Naja gut, dann müssen wir jetzt das so machen. Zählen da jetzt nur fertige Gebäude oder auch Blueprints? Warte mal, da muss ich ja mal testen jetzt. Okay, nee, da fehlen, also zählen die Blueprints, zählen auch rein, okay. Nee, egal. Ist Furz egal an der Stelle. Wir machen einfach hier jetzt noch die Wartungsstation. Genau. Denn jetzt haben wir ja hier, es ging ja nur jetzt darum, dass hier die Straße fertig ist. Und dann machen wir hier noch eine Solardings hin. So, jetzt kann ich noch 5 Gebäude kann ich jetzt noch platzieren. Also kann ich locker mir noch erlauben, das Kernkraftwerk noch zu platzieren, auf jeden Fall. Oh, und Master of Empire hat auf Stufe 1 abonniert. Schon 7 Monate. Vielen lieben Dank auf einen weiteren tollen Monat. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ich bedanke mich. Nice, meine lieben Freunde, nice. Ich würde sagen, das sieht alles doch eigentlich recht gut aus, auch wenn wir jetzt ein Gebäudelimit haben. Es wären ja auch letztendlich wieder weniger Gebäude, spätestens dann, wenn welche abbrennen. Und wenn wir wieder Minen, die leer gezurzelt sind, abreißen. Genau, da kann ich gleich mal schauen, ob ich hier irgendwo welche habe, die wieder leer sind. Hier. Alter, hier ist ja alles leer. Guckt euch das mal an, das kann ich alles abreißen hier. Da gibt's ja gar nichts mehr hier. Da kriege ich wieder Gebäude. Da kann ich wieder an anderer Stelle welche bauen. Aber das ist gerade ein bisschen beunruhigend, wenn ich das mal ehrlich sagen darf. Lasst mal noch eine Aluminiummine hier irgendwo hinsetzen. Oh, hier ist eine 1000er. Warte mal, die können wir mal gleich... 2000 Dinger hier. Nicht schlecht. Können wir gleich mal einsetzen, würde ich sagen. Aber hier gibt es keine Straßenverbindung irgendwie dahin. Was ist denn da los? Warte mal, da muss ich mal... Ich klemme mal hier noch eine Solarfarm so dazwischen. Wenn das irgendwie geht, weil irgendwie... Ah, jetzt. Nee, jetzt hat er's gemacht. Haben wir zufällig noch andere Sachen? Irgendwie vielleicht Lithium oder so? Nee. Ja, krank, ey. Gut, dass ich das jetzt noch gesehen habe. Gut, dass ich das jetzt noch gesehen habe. Ha! Jetzt kann ich nämlich dann wieder 5 Gebäude mehr bauen. Nicht schlecht. Ja, wir müssen immer so die leer gezutzelten... Hier. Ach nee, das war die Sauerstoff-Dings. Sauerstofffabrik. Oh, das mit den Meteoriten haben wir gleich... Haben wir gleich erforscht. Sehr nice. Und hier können wir den Dings verbinden. Den Hyperloop. Genau. Oh, 21 Dinger braucht das. Nicht schlecht. Aber wir haben jetzt 700 Stahl. Nicht schlecht. Ist auch sehr gut. Das ist ganz hervorragend. Was ist hier? Eisen. Silizium. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus soweit. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Würde ich sagen. Ach ja, eine Elektronikfabrik brauchen wir noch. Sehr gut. Nice, nice. Muss mal kurz in den Weltraum gehen. Ich will mal gucken, wie sieht es denn mit dem Weltraumlift aus? Genau, warte mal. Wie weit ist denn der jetzt? Der ist jetzt verbunden, oder? Ermöglicht effizienten Transfer von Ressourcen aus dem und in den Orbit. So, so. Aber wie jetzt? Genau. Also was genau jetzt? Zusätzlicher Landeplatz. Master-Teil. Ach, kann das sein, dass das einfach nur dafür da ist, dass man die Landeplätze schneller bekommt? Ich glaube ja, oder? Dafür ist der einfach nur da. Weil ich kann ja nichts hinliefern so richtig. Oder? Nee, warte mal. Jetzt. Nein, nein, nein. Moment, spiel's noch nicht. Hä? Baue ich gerade noch einen?
Ich glaube, ich baue gerade noch einen zweiten. Ich check irgendwie immer noch nicht genau, wofür ist dieser Weltraumlift da? Also, wenn ihr das wisst, lasst es mich wissen. Ich weiß es nicht. Ich bin da jetzt ehrlich gesagt etwas überrascht. Es steht da halt effizienterer Transport, aber was transportiere ich denn da und wie kann ich das starten oder stoppen? Kein Plan, ey, weiß ich nicht. Vielleicht wisst ihr es ja. Ihr könnt es mir ja gerne schreiben, wenn ihr es wisst. Ich weiß es nicht. Oh Gott, hier brennt alles. Hier brennt alles. Wir haben hier voll die Brandgefahr schon. Oh Gott, wir brauchen dringend diesen Stickstoff da. Sonst ist alles zu spät. Sonst sind wir ganz blöd am Abbrennen hier. Ich bin zu heiß. Ich bin hier viel zu heiß gerade. Na, guck mal hier, da haben sie schon das Zeug reingebracht hier, den Stahl. Jetzt haben wir hier das Problem, dass Kohlenstoff fehlt so ein bisschen. Haben wir hier irgendwo zufällig noch eine Kohlenstoffquelle, die wir hier mal so schnell mal so anstöpseln können so? Mal so schnell so? Sieht nicht so aus, zumindest nicht hier in der Ecke. Ah, sehr gut. Hier bauen sie jetzt das. Wunderschön. Relaisstationen. Müssen wir halt schauen, dass sie die bauen. Dass hier möglichst die Straßenverbindung am Start ist. Und dann können wir ja da eigentlich auch gleich mal einen Hyperloop hinbauen. So. Genau, schön so im Dreieck. So, dass beide da, der eine, der da oben ist, genau. Und der andere, der hier ist, genau, dass die so angeschlossen sind. Perfekt. Hyperloops sind mega wichtig. Ja, sehr schön. Sind die hier im Wartungsbereich? Ja. Alles gut. 22 von 21 Stahl. 23 von 21? Okay. Achso, die lagern das ja da nur so zwischendurch ab, genau. Alles gut. Mich schon gewundert. Rechts oben das Wetterzeichen daneben, was? Kampf. Das ist die Kampfansicht. Verkehr, Energie, Wartung, Scanner, nö. Da, weiß ich nicht. Ist nix. Das hier ist der Magnetschild, die Magnetschildanzeige. Das hat mit dem Weltraumlift aber nichts zu tun. Genau, das ist hier für Magnetfeld. Da haben wir noch nichts gemacht, weil wir haben die Technologie noch nicht gehabt bis jetzt. Da müssen wir auch ein bisschen Geduld haben jetzt. Ah, jetzt können sie den Hyperloop verbinden. Jetzt haben sie hier die Ressourcen drin. Sehr schön. Das ist sehr gut. Und hier bei dem Lager können wir mal noch alle Ressourcen hinzufügen, die hier noch nicht hinzugefügt wurden. Dann wird da alles schön eingelagert, oder? Dann muss das nicht alles hier im Hyperloop gelagert werden, das ist auch gut. Jetzt haben sie hier den Hyperloop gemacht, sehr gut, jetzt kommt hier mehr an. Jetzt haben wir hier Uran, wir haben Uran, wir haben Uran, wir haben Uran. Hurra, 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 Uran, 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 Uran. Und jetzt kann ich ein Atomkraftwerk bauen. Wir bauen uns ein Atomkraftwerk. Passt ja, dass heute der zweite Weihnachtsfeiertag ist, an dem ich das Video aufnehme. Wir bauen uns ein Atomkraftwerk und dann bauen wir da drumherum die kleinen Bäume und die Häuser und Kühe. Der Wahnsinn. Ein Atomkraftwerk. Mein erstes Atomkraftwerk in dem Spiel. Mann, habe ich da lange drauf gewartet. Nicht schlecht. So, ich baue jetzt hier noch eine Relaisstation daneben. Schön neben der Wartungsanlage das Atomkraftwerk bauen, ganz wichtig. Und am besten noch ein Lagerzentrum. Am besten hier so dazwischen. Genau, sehr schön. Da verliere ich gleich meine Stimme, so geil ist das mit dem Atomkraftwerk. Wir haben endlich ein eigenes Atomkraftwerk. Sieht auch aus wie das bei den Simpsons, oder? Hatte das nicht auch drei? Ja, Moment, das bei den Simpsons hatte zwei Türme, das Atomkraftwerk. Nukola, genau, das Wort heißt Nukola, nicht schlecht. Das Gegenteil vom Hyperloop ist die Deutsche Bahn, aber sowas von, genau. Nice. Meine lieben Freunde, zieht euch das rein. Wir haben eine, aber dabei haben wir strommäßig eigentlich schon ausgesorgt. Strom ist eigentlich unser kleinstes Problem gerade, wenn ich das mal sagen darf. Strom ist eigentlich überhaupt nicht problematisch hier. Mehr so Infrastruktur ist eigentlich gerade so das, was so ein bisschen fehlt.
Und an der Stelle endet diese Folge Per Aspera. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und ihr mich hier unterstützen möchtet, ihr könnt euch Spiele im Epic Store kaufen mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE. Da wird es euch nicht teurer, aber ich kriege eine prozentuale Beteiligung am Kaufpreis und das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Und ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne in die anderen Videos reinschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Denn ich zeige hier nicht nur Per Aspera, sondern auch ganz viele andere coole Projekte zu anderen coolen Spielen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.